Hallo liebe Zuschauer, Erdkundespiele, Biologiespiele, also Spiele, wo man durchaus was lernt, ab 8 Jahre, ab 10 Jahre, aber durchaus Kinderspiele. Eine kleine Auswahl mit guten, aber auch nicht so guten Spielen stelle ich euch in diesem Video vor. Lernspiele, Spiele rund um Biologie, um die Tierwelt, Erdkunde. Ja, solche Spiele haben es schwer. Es gibt gar nicht mal so viele, wobei eigentlich gibt es viele, aber es gibt bei weitem nicht so gute. Und ich habe hier ein paar Spiele, die sind gut, aber die sind auch wiederum nicht so gut. Und ich werde zu den einzelnen Spielen was sagen. Vielleicht ist ja auch was für euch dabei. Die richten sich an Kinder, aber auch an Erwachsene, durchaus an Familien, weil 8 bzw. 10 Jahre sind ja durchaus die Familienspiele gefragt. Spiele, die ich mit den Kindern gespielt habe, Spiele, die ich quasi abgebrochen habe, weil sie zu schwer waren, mit den Kindern zu spielen. All das jetzt in diesem Video und halten wir uns nicht länger auf. Ich stelle die einzelnen Spiele vor. Wenn was dabei ist, ihr werdet es selber merken. Ich werde gleich zu den einzelnen Spielen was sagen. Dann könnt ihr sie auch über die unten genannten Links bestellen. Ich wiederhole mich da, aber das wurde ich ja oftmals gefragt. Deswegen wiederhole ich das, weil da unterstützt ihr uns automatisch. Und ihr zahlt für die Spiele und andere Produkte auch nicht mehr. So viel zum Werbeblock. Jetzt steigen wir auch direkt ein mit einem Spiel, was durchaus bekannt und beliebt ist. Die Rede ist von Terra, durchaus aktuellen Datums. Und solche Spiele werden hier immer wieder neu aufgelegt. Finde ich auch super. Und das Spiel ist von Friedemann Friese bei Huch erschienen. Ist für 2 bis 6 Personen und ab 10 Jahre. Ja, der Lies ist 9, dritte Klasse, also ab vierte Klasse. 45 bis 60 Minuten geht das Ganze und Friedemann Friese hat dieses System schon in vielen anderen Spielen auch hinterlegt, wo es auch um das Wissen geht. Und Terra ist ja bei Huch erschienen und hier seht ihr auch den Spielplan. Das heißt, wir haben jetzt hier so einen großen Spielplan mit der Weltkarte und was auch ganz cool ist, ein riesen Stapel an Karten, an Aufgabenkarten vor der Rückseite. Das ist schon mal ein absoluter Pluspunkt. So, und dann haben wir natürlich Farbwürfel. Jeder bekommt die Würfel einer Farbe. Und mit diesen Farben, mit diesen Steinen legt ihr quasi die Lösungen auf den Spielplan, wenn ihr euch sicher seid, beziehungsweise teilweise müsst ihr auch abschätzen. Es gibt nämlich hier diese Weltkarte und das Erste, was auffällt und was mir überhaupt nicht gefällt, dann schaut mal diesen Bereich dann an. Hier nennt man das Ganze Nordsee, Ostsee. Was mich stört, Mitteleuropa, Südeuropa. Und da kommt plötzlich hier unten noch Italien. Und das sind schon ein paar Themen von der Abgrenzung. Das hat uns, nicht nur mich, sondern uns in der Gruppe total gestört, dass man teilweise einfach solche Grenzen gezogen hat. Auch abhängig natürlich von den Karten. Aber das war schon mal ein Punkt, wo uns absolut missfallen hat. Und ihr legt natürlich die Steine je nach Frage auf die einzelnen Bereiche. Hier unten gibt es natürlich noch die Jahresangabe, dann die Länge bzw. die Distanz und hier natürlich auch weitere Möglichkeiten wie die Anzahl. Da platziert ihr eure Steine und je nachdem, was man hier auf der Seite ist, wird es auch vom Gebiet her angegeben, sodass es wenigstens ein bisschen eingeschränkt ist, aber von der Karte her schon mal ein ganz klarer, fetter Minuspunkt. Und dann haben wir Karten wie zum Beispiel Alhambra, und das ist ja auch durchaus gut gemacht. Ihr habt so einen Schüber. Hier oben sind quasi die Punkte. Da geht es ums Gebiet, Baubeginn, ja, also und Länge. Alhambra. Okay, der ein oder andere weiß vielleicht ein bisschen mehr und kann das natürlich hier schon mit den Steinchen hinterlegen. Für uns steht eher der Spaß im Vordergrund, aber das kann man natürlich auch mit Punkte ziehen. Oder Karlsbrücke, vielleicht wisst ihr das. Gebiet, Baubeginn, also ja, und die Länge der Karlsbrücke. Oder wie wäre es mit der Stadt mit den meisten Milliardären? Gebiet, Gründung bzw. Anzahl der Milliardäre. Längster Gletscher, was haben wir hier noch? Istar, Chichen Itza, oh, ich spreche es total falsch aus. Gebiet, Entstehungszeit der Bauten, Terrakotta-Armee, Kaaba, mit 2 A oder Kaaba, höchster Berg, Eiffelturm, Inka-Reich und so weiter. Boah, ganz schön knackig. 10 Jahre ist da angegeben. Der Lies ist 9. Der hat zu mir dann gesagt, wo wir es ausprobiert haben. Klar, erst 9 Jahre, wird aber demnächst 10. Mensch, Papa, das muss ich erst mal lernen in der Schule, bevor ich sowas spiele.
Ja, da hat er recht. Und das hat er zu vielen anderen Spielen auch gesagt. Da kommen noch welche, wo er dann wirklich gesagt hat: Mensch, das kann ich nicht spielen. Woher soll ich denn das wissen? So viele Nachrichten kann er ja gar nicht schauen. So viel Logo abends kann er auch nicht gucken. Die Kindernachrichten, Kika etc. Da kriegt man zwar alles erklärt. Vieles erklärt, ist doch toll gemacht. Aber Ursprung der Tomate, manche Sachen sagen mir gar nichts. Erste Olympische Spiele der Neuzeit. Alcatraz, ja, Alcatraz, da könnt ihr vielleicht ein bisschen weiter wissen. Aborigines, sechs Gebiete, Ankunft der Aborigines, das ja. Also da komme ich selber ins Straucheln. Also, was hier diese Fragen angeht, auch wirklich, ich bin ein bisschen überfordert, gebe ich ehrlich zu. Und auch aufgrund der Karte hat es einige störende Elemente, sodass dieses Spiel Terra wieder in Teilbereichen verkompliziert wurde, auch was diese Karte angeht. Das hätte man einfacher lösen können, weil dieses Spielprinzip mit dieser Matte, das seht ihr nachher noch mit dem Spielplan, das ist ja durchaus beliebt und das ist durchaus ein Spiel, wo viele Möglichkeiten bietet, wo man schnell reinkommt, wo man schnell erklärt, aber die Art und Weise, wie man es hier jetzt darstellt, ist keine Empfehlung. Schade eigentlich, weil es liefert zu viele Karten. Eine Anleitung, okay, kurz und knackig. Es gibt aber auch bei dem anderen Spiel eine Anleitung, da ist noch einiges erklärt. Das heißt, innerhalb diesem Bereich, was diese Fragen angeht, schade. Trotz vieler Karten, aber die Kartenanzahl ist ein Punkt. Es steht ja dabei, 150 Karten, aber letztendlich spielen ja andere Faktoren auch eine Rolle. 2014, 2020, jetzt eine Neuauflage, aber durchaus ein beliebtes Spiel. Aber doch nicht etwas für uns. Dann gibt es noch ein Spiel, was ich habe. Das habe ich auch schon vorgestellt. Ich glaube, das habe ich sogar einzeln vorgestellt. Galileo Kids. Galileo ist ja eine Wissenssendung, auch sehr beliebt. Entdecke Wissen, Clementoni ab 6 Jahre. Also ein Wissensspiel. Da nehme ich mal das erste. Woher stammt das Marzipan ursprünglich? Aus Wien, aus Königsberg, aus der Pfalz, aus dem Orient? Oder was gehört zum Schulalltag nach dem Unterricht? Sport und Spiel, Hausaufgaben, Basteln, Musizieren, Radfahren oder Skaten? Und welche Farbe hat das Bremslicht? Gelb, grün, rot, blau. Manches kann man wissen, aber 6 Jahre ist knackig. Aber ich habe es mit der Alina gespielt. Das Spiel kam durchaus gut an. Aber es ist quasi eher was Leichteres als Wissen, wo man dann sagt, wir lernen jetzt heute was. Wir spielen steht ein bisschen mehr im Hintergrund. Es ist gut gemacht, habe ich glaube ich auch im Video gut bewertet oder haben wir auch gesagt, weil die Alina kam durchaus auf ihre Kosten, aber man muss Spaß haben. Man muss Spaß haben, wenn man jetzt sowas macht, dass es wirklich dann geht. Es geht ums Quizzen, es geht aber auch teilweise ein bisschen ums Lernen. Und das Kartenspiel, das Wissenschaft, sagt ja auch einiges über das Spiel. Aber auch so ein Spiel. Kritisch. Kritisch zu sehen, da war sicherlich oder da wäre sicherlich auch ein bisschen Potenzial drin gewesen. Ja, bisher eher nicht so toll. Was haben wir jetzt? Noch ein weiteres Spiel. Entdecke die Welt. Quizspiel. Richtig cool. Neu quasi auch. Was ist was? Tolle Reihe. Was ist was? Haben die Kinder auch. Lernreihe. Oder es gibt ja auch von Tiptoy einiges. Ja, das sind gute Sachen dabei. Da lernt man auch mit solchen Spielen. Die habe ich auch einzeln vorgestellt. Die habe ich jetzt hier nicht auf die Seite gelegt. Aber Tiptoy gibt es auch einige Lernspiele. Beziehungsweise eher weniger Lernspiele. Eher Lernbücher. So, und Entdecke die Welt ist ab 8 Jahre. Ein Quizspiel ab 8 Jahre stellt euch gemeinsam den über 300 Quizfragen. Ist eine kleine Box, ihr seht es, glaube ich, hier. Und dann macht man das auf. Hier zum Spielplan, klar, eine kleine Mitbringbox. Da will man auch nicht viel als Material enthalten haben. Eine Anleitung eher trocken und dürftig, aber das Prinzip ist recht einfach. Man hat hier die Karten und man merkt natürlich bei weitem weniger Karten, wie man es aus den großen Spielen gewohnt wird, aber dafür natürlich vom Preis her was ganz anderes. Und hier gibt es natürlich auch Fragen und das wisst ihr sicherlich auch, wenn ich jetzt die Bereiche habe, wo steht der Eiffelturm? Ja, mit Profi-Variante oder ohne Profi-Variante in Brüssel, in Paris, in Lübeck. Was reinigt der Putzerfisch? Riffe, andere Meerestiere, Schlauchboote? Oder welche Gürtelfarbe hat ein Anfänger in Judo? Weiß, gelb, er hat keinen Gürtel. Oder wie viel Eisen enthalten 100 Gramm Spinat? Etwa 3 Milligramm, 30 Milligramm, 300 Milligramm? Das sind viele Fragen dabei. Da hat der Lehrer gesagt, Papa, das muss ich ja noch alles lernen. Das können wir noch nicht so spielen. Und er hat auch wieder recht gehabt. Steht aber 8 Jahre drauf. Und 8 Jahre ist zweite Klasse. Also auch hier runtergebrochen das Alter und auch viele Fragen dabei, die sind einfach schwierig. Bei anderen, wie beim vorhergehenden Spiel, das sortiere ich auch Teilbereiche raus, weil ich weiß, die sind einfach zu schwer. Das weiß eine Alina beispielsweise nicht. Und bei diesem Spiel hätte ich es auch machen können, habe ich teilweise auch gemacht. Aber es sind ja bei weitem auch nicht so viele Fragen, 300 Quizfragen.
Und vom Prinzip her läuft es so, man hat ja so eine Karte und man hat dann hier eine Zahl draufstehen und die Zahl gibt dann an, welche Karte ich dann benötige, also die 10. Und dann lege ich quasi hier auf dieser Karte, lege ich den Marker dann drauf und so komme ich praktisch der Lösung näher. Und so kann man quasi, wenn man das dann spielt mit dem Bereich, kommt man seinem Start bzw. seinem Ziel dann näher. Aber muss auch sagen, die Fragen, wie sie hier gestellt sind, die sind einfach zu anspruchsvoll. Die Art und Weise, wie man das präsentiert bekommt als Familienspiel, könnte auch den einen oder anderen überfordern. Wenn man hier jetzt dieses ganzen Bereich dann hat, muss man erstmal lesen und verstehen. Es wird zwar am Anfang erst einmal erklärt, wie man die Aufgaben dann, die Lösungen dann herbeiführt, aber im hinteren Bereich geht es dann quasi um, das Spiel beginnt, wollt ihr normale Fragen, Profi-Fragen oder echt jetzt? Und da ist man am Anfang auch ein bisschen verwirrt. Auch bei diesem Spiel, Potenzial ist da, aber ab 8 Jahre 2 bis 4 Spiele aus dem Hause Kosmos. Aber auch hier aus meiner Sicht wäre mehr drin gewesen. So, mein Gott, ich bin ja nur im Kritisieren. Hast du auch mal was Gutes? Ja, und jetzt kommt was, was ich natürlich schon oft präsentiert habe und da will ich mich kurz fassen. Das ist gut gemacht. Die Konzeptreihe gibt es ja 2 Bereiche. Es gibt das Konzept und es gibt das Bereich Konzept Kids. Das ist gut gemacht. Ist jetzt die Frage, vermittelt jetzt dieses Spiel Wissen? Lernt man da jetzt etwas daraus? Weil es ist mehr ja ein Ratespiel. Wenn man hier jetzt das Beispiel sieht, die Biene als Text, dann legt man ja auf diese Symbole, Markierungssteine und die Mitspieler müssen erraten und draufkommen. Das ist ein Spiel, wo ich gerne spiele, insbesondere Concept Kids mit den Tieren, mit den Kindern. Und dann schauen wir Dr. Google quasi und googeln dann gewisse Bereiche nach, wenn ich mir dann auch unsicher bin, wie eine Zuordnung zustande kommt. Weil hier bei Concept Kids, da geht es ja mehr um das Bildliche. Hier mit den Kartentexten, hier mit einzelnen Bereichen, Tiger ist gesucht und dann kommt man auf den Begriff. Und da sind Karten dabei, wo die Alina und der Elias auch nochmal nachfragten und sagten, was ist denn das? Sagt mir gar nichts. Und da kann man dann auch Wikipedia und andere Formen nutzen, um dem Kind weitere Informationen zu liefern. Ja, das gab es vor 10, 15 Jahren nicht. Mittlerweile besteht die Möglichkeit, aber das ist jetzt immerhin schon mal eine ganz klare Empfehlung. Ist ja ein tolles Spiel. Es vermittelt teilweise auf jeden Fall Wissen. Und der Spaß steht auch im Vordergrund. So, wenigstens mal was Gutes. Ach, da kommt noch mal. Ich habe noch mal was Gutes. So, und jetzt sind wir wieder beim Kinderbereich. Und der Titel, der verwirrt wahrscheinlich dem einen oder anderen und hat mich auch sehr lange verwirrt. Können Schweine fliegen? Tiere und ihre Merkmale entdecken. Also wenn ich das sehe, vom Namen, dann müsste man schon überlegen, ob das jetzt auch vom Titel her wirklich ein Spiel ist, wo gut ist und wo Spaß macht. Es ist aber 5 Jahre und ist quasi ein Kinderspiel. Es ist für 2 bis 4 Personen, geht 15 Minuten und es ist eines der Lieblingsspiele, wenn es um das Spaß haben, aber auch im Lernen geht, der Kinder, von beiden, Alina und Elias, was sie heute noch gerne spielen, spielen wir seit Jahren immer wieder. Wir haben es jetzt ja gestern auch wieder gespielt. Und das ist quasi auch ein schönes System, weil zählt übrigens auch zu den Top-Spielen von der Alina, weil hier hat man letztendlich hier zum Beispiel den ja, Maikäfer, Marienkäfer oder die Giraffe, also man hat ein Tier. Und die Spieler müssen jetzt mit den Markern auf die jeweiligen Bereiche gehen und müssen überlegen, ja, hat das jetzt Federn, ist das nachtaktiv, ist das ein Fleischfresser, wie viele Pfoten hat es, Hörner, hat es Zähne, hat es einen Panzer, hat es einen Schwanz und so weiter. Und geht durchaus ein bisschen auf Schnelligkeit, weil auf jedem Chip, zum Beispiel nachtaktiv, darf immer nur also auf jedem Kärtchen darf immer nur ein Chip eines Spielers liegen. Man muss also überlegen, auf welche Chips man geht. Und das ist das Tolle, das zeige ich jetzt. Ich würde ja aufmachen. Also so viel Zeit muss sein. Hier ist quasi ein Buch hinterlegt. Und in diesem Buch ist nicht die Anleitung, aber hier wird noch was gesagt zu den einzelnen Tieren. Also da brauche ich kein Internet quasi. Da habe ich auch die Möglichkeit, direkt zuzugreifen auf das Buch und dem Kind quasi, oftmals ja Kind, das ist ja ab 5 Jahre, auch ein bisschen was vorzulesen, wenn es um das jeweilige Tier geht. Das ist gut gelöst. Das ist übrigens auch ein Spiel, wo ich ganz klar empfehle, für die Schule beispielsweise. Ich bin jetzt kein Lehrer, aber das kann ich mir auch gut vorstellen, im Einsatz in einer lockeren Spielerunde, gemeinsam das zu spielen, je nachdem auf der Tafel das darzustellen, die Kinder vielleicht abstimmen zu lassen, was sie meinen, wo das Tier wohl lebt. Sowas kann ich mir gut vorstellen. Da hätte ich ja Bock drauf. Also ich glaube, das könnte eine coole Schulstunde sein, das quasi auch bildlich irgendwie an der Tafel dann darzustellen mit solchen Kärtchen. Und dann vielleicht gibt es ja das eine
ein oder andere Kind, wo sie ja das Spiel dann auch wünscht, als Geschenk etc. Kann ich mir super vorstellen. Ja, so viel zum Thema Werbung. Aber das ist ein tolles Spiel. Das ist ein tolles Lernspiel und das ist eine Empfehlung, weil das ist klar, das ist klasse. Ja, irgendwie aber alles nur bisher für Kinder. Kinder oder Erwachsene. Ja, ich habe nochmal ein Spiel. Und dieses Spiel, das haben wir auch schon sehr, sehr lange. Und das ist jetzt wieder eine Empfehlung. Ich schiebe den Spielplan ein bisschen rüber und dann seht ihr es. Ja, Mensch, das sieht ja aus wie Terra. Ja, es heißt aber Fauna. Und Fauna gibt es schon ein bisschen länger. Es gibt auch das Fauna Junior. Ich wollte aber nur das große Fauna mal hier auf den Tisch holen, weil das Fauna Junior, ich glaube, das kriegt der Groß gar nicht mehr im Handel, aber das Fauna bekommt ja noch im Handel. Friedemann Friese. Okay, den hatten wir doch gleich am Anfang. Ja, so endet quasi das Ganze von Huch und Friends. Fauna, das tierisch gute Wissensspiel, angegeben ab 10 Jahre. Ja, es ist schon ein bisschen anspruchsvoller, aber jetzt gucken wir uns das mal an. Wir haben jetzt hier natürlich wieder einen riesen Stapel an Tieren. Und jetzt gucken wir uns mal die Karte dann an, wie die dann diesmal aussieht. Ist es wieder abgetrennt? Ja, hier ist es ein bisschen besser gemacht. Mitteleuropa, Südeuropa, Iberien, Osteuropa gefällt mir auf jeden Fall besser. Also Kongo-Becken ist auf jeden Fall viel besser gemacht als die Karte, die vorhin kam. Die fand ich ja nicht so toll. Auch hier wieder die Steinchen, wo ihr markiert. Und auch hier, und das finde ich schöner gemacht, hier ist übersichtlicher dargestellt. Gewicht haben wir hier, Länge, Höhe und wir haben die Schwanzlänge, weil es geht hier um die Tiere. Man hat auch hier wieder, ist wahrscheinlich in der Box, ein Bereich dann drin, wo man das Tier dann hat. Das heißt, hier bekommt man einige Informationen. Streifenhyäne, 14 Gebiete, Gewicht, Länge, Schwanzlänge. Und da muss man natürlich auch einige Informationen rausbekommen. Auf der Rückseite immer unterschiedliche Tiere, aber auch hier ein riesen Stapel an Tiergarten. Und das ist toll und das ist jetzt wieder mal eine Empfehlung. Da sind Tiere dabei, die kann man durchaus ein bisschen zuordnen. Kritisch natürlich, was die Altersangabe angeht, ab 10. Hier würde ich dann, wenn ich jetzt eine Elias habe, da würde ich dann mit dem Elias dann mitspielen, auch wenn er 10 ist, weil es ist dann doch ein bisschen kniffliger. Aber das kann man vielleicht auch ein bisschen einschätzen, wenn man die Schachtel sieht auf der Rückseite und bekommt es als Information dann geliefert. Ein lehrreiches Vergnügen für alle Tierfreunde mit 360 Tieren aus aller Welt, einfachen Regeln für tierischen Spielspaß. Ja, das ist das auf jeden Fall und das ist wieder Empfehlung. Und ja, da hat man sich Mühe gegeben, weil da liegt wieder so ein Buch dabei und das hier ist nicht die Anleitung, das sind Informationen zu den einzelnen Tieren. Also hier wieder ein ganz klarer Tipp, wenn ihr es euch holen wollt, ja, gerne über die unten genannten Links. Das ist jetzt wieder mal ein tolles Spiel. Und damit endet auch diese Reise rund um Erdkunde, Biologie und Tierwelt. Und ich habe lang geguckt, es gibt ja ähnliche Spiele, aber irgendwie haben sie dann doch in der Vergangenheit oder in der Gegenwart bei uns jetzt noch nicht so überzeugt. Aber vielleicht habt jetzt ihr noch ein paar Tipps. Dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, welche Tier-, Erdkunde-, Biologiespiele ihr sagt, Jörg, das musst du ausprobieren. Schau dir das mal an, das ist eine klare Empfehlung, weil das sind so die Spiele, es gab letzte Zeit auch mal in der Vergangenheit ein paar kleinere Spiele, wo ich vorgestellt habe, aber das sind die Spiele, wo wir praktisch hängen geblieben sind, aber ich habe jetzt auch ein paar Spiele mit draufgenommen, wo ich wirklich sage, da bleiben wir nicht dran hängen, aber ich wollte es euch in diesem Video auf jeden Fall zeigen. Es waren, denke ich mal, auf jeden Fall ein paar Tipps dabei, aber was mir fehlt, ist ja nach wie vor dieser Weltkartenbereich mit Lernen und Spaß und mit dem guten Mechanismus verknüpft. Und das fehlt mir nach wie vor. Vielleicht kommt noch irgendwas. Es gab in der Vergangenheit Spiele, aber bisher, es hat mich dann doch nicht überzeugt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht seid ihr jetzt aber aufgrund der Tipps schon quasi auf dem Punkt, wo ihr sagt, ja, da ist auf jeden Fall was dabei, das ist was für uns. Es wird die Zukunft zeigen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wenn es da wieder was gibt. Vielleicht auch in so einer Reihe. Schauen wir einfach mal. Das war die Schulstunde in Kürze. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald.